Hey Freunde, was geht? Hier ist der Toki. Willkommen zum Video. Heute machen wir einen schönen Waffenguide über das neue Sturmgewehr, die RM68. Das schaltet ihr ab Stufe 40 des Battle Passes frei und so viel sei schon mal vorne weggenommen. Das Ding ist ein absolutes Monster und momentan schlichtweg ergreifend das stärkste Sturmgewehr im gesamten Spiel. Wie ihr das Maximum aus der Waffe herausholt und wie ihr sie am besten spielt, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Die RM68 bezieht ihre Stärke vor allen Dingen aus einem richtig heftigen Schadensmodell. Mit der Standardmunition macht ihr auf einer Distanz bis zu 40 Meter 28 Schaden. Das bedeutet, ihr braucht 4 Körpertreffer oder alternativ auch nur 2 Headshots, um einen Gegner zu killen. Ab 40 Meter reduziert sich der Schaden dann einmalig auf 22, das heißt, ihr braucht dann immer ein Bullet mehr. Allerdings ist das wirklich der einzigste Schadensabfall, den die Waffe überhaupt besitzt. Der Minimalschaden liegt also bei 22. Bei der Nahkampfmunition beginnt der Schadensabfall schon 10 Meter früher, also bei 30 Metern. High Power spare ich mir hier einmal, denn dort gibt es nur maximal ein 20-Schuss-Magazin, das würde für die wenigsten interessant sein. Generell ist die Magazingröße so der einzigste Nachteil der RM68. Ihr habt maximal 30 Schuss zur Verfügung und das bei einer durchschnittlichen Nachladezeit. Das heißt, ihr müsst euren Munitionshaushalt immer gut im Kopf behalten und euch auch gut überlegen, wann ihr reloadet. Die meisten anderen Sturmgewehre haben halt in der Regel ein 40 bis 50 Schuss Magazin, das ist dann doch nochmal um einiges komfortabler. Die RM68 besitzt eine Feuerrate von 735, was in Kombination mit dem enorm hohen Schaden ein wirklich sehr hoher Wert ist. Als kleiner Vergleich, die SFAR als Waffe mit einem ähnlich hohen Schaden hat gerade mal eine 600er Feuerrate. Und genau deswegen besitzt die RM68 durchschnittlich gesehen die beste Time to Kill unter allen Sturmgewehren. Es gibt da eigentlich keine andere Waffe, die mithalten kann. Im Nahkampf hält sie ohne Probleme mit MPs wie der PBX mit, auf Middle Range ist sie dann in denselben Regionen unterwegs wie die SFAR und auf Long Range steckt sie ohne Probleme die meisten DMRs in die Tasche. Und genau das ist auch der Grund, warum ich sie momentan für leicht OP halte, sie ist einfach in der Breite zu gut aufgestellt. Das Ganze wäre immer noch zu verschmerzen, wenn sie dafür ein starkes Rückstoßmodell hätte, aber auch das ist nicht der Fall. Der Rückstoß orientiert sich wie bei dem Großteil der automatischen Waffen in 2042 nach rechts oben, das heißt man muss einfach nur nach links unten korrigieren und das auch nicht extrem stark und man hat eine sehr sehr präzise Waffe. Gerade auf höheren Distanzen führt das dazu, dass man Gegner heftig umlasern kann, da kann nicht wirklich eine andere Waffe mithalten. Darum ist es auch nicht nötig, einen Aufsatz zur Rückstoßreduzierung mitzunehmen, ich würde euch stattdessen zum verkürzten Lauf raten. Der verkürzte Lauf erhöht nochmal die Feuerrate und das bedeutet, dass die Time to Kill nochmal verbessert wird. Im Gegenzug wird mit ihm leicht die Streuung erhöht, das ist allerdings zu verschmerzen. Unten an die Waffe kamen dann hervorragend die neuen MGL-Laserschrauben. Der verbessert nochmal das Hüftfeuer und reduziert minimal den Rückstoß. Als Nachteil ist er halt für Gegenspieler sichtbar, das heißt unter Umständen könnt ihr durch ihn geortet werden. Das wird allerdings in Battlefield 2042 nur sehr selten der Fall sein. Als Munition könnt ihr entweder Standard oder Nahkampf spielen. Die beiden Typen nehmen sich aus meiner Sicht fast gar nichts, mit Nahkampf habt ihr halt eine leicht erhöhte Feuerrate, dafür kommt allerdings auch der Schadensabfall schon 10 Meter früher. Ich persönlich habe jetzt vor allen Dingen die Standardmunition gespielt. Bei den Visieren besitzt die RM68 auch nochmal eine Eigenheit. Man kann mit ihr nämlich immer auf das Ironsight umschalten. Das geht, indem ihr während ihr im Visier seid die Zielfernrohr Ein- und Aus-Taste drückt. Ich zeige euch hier noch einmal, wo ihr diese Taste in den Settings belegen könnt. Ich persönlich nutze allerdings das Umschalten so gut wie gar nicht. Natürlich, man kann rein theoretisch ein Visier mit einer höheren Zoomstufe mitnehmen und dann im Close Range Fight dann wieder auf das normale Iron Sight umschalten. Das kann schon praktisch sein, aber man braucht dadurch halt wieder eine weitere Taste, die man dann auch im Kopf behalten muss. Ich spiele sowieso immer mein Holo, egal auf welche Distanz. Hier noch einmal mein empfohlenes Waffensetup für die RM68 zusammengefasst. Man kann die Waffe allerdings auch ohne Probleme anders spielen, das ist nicht mehr so wahnsinnig entscheidend. Kommen wir nun zu meinem empfohlenen Spielstil. Die RM68 ist eigentlich universell auf allen Distanzen gut einsetzbar, allerdings im Nahkampf können noch am besten die Schnellfeuergewehre etc. gegenhalten, darum würde ich euch mehr empfehlen, in die Mittel- bis Longrange zu gehen. Ich spiele tatsächlich mit ihr auch gerne ein wenig abwartender und lasse die Gegner auf mich zukommen und farme sie dann schön nacheinander ab. Ihr müsst halt auch wirklich regelmäßig nachladen und da ist es immer ganz praktisch, wenn man eine Deckung hat, hinter die man zurückweichen kann. Tendenziell ist es also tatsächlich ein wenig besser mit ihr defensiv zu spielen. Campen sollt ihr natürlich bitte nicht. Sehr wichtig ist auch, dass ihr euer Aim vor allen Dingen auf den Brust- und Kopfbereich fixiert, weil Headshots mit einem 2,15er Faktor, den alle Sturmgewehre ja haben, extrem mächtig sind. Oft reichen 2 Headshots schon aus, um einen Gegner zu killen.
Am besten kann man die RM68 wohl mit der SFR vergleichen. Die sind relativ ähnlich von der Aufbauart her und auch vom Spielstil. Also wer die SFR liebt, wird auch die RM68 lieben. Aber auch jeder, der generell einfach starke Waffen liebt, wird die RM68 lieben, weil sie momentan die oder zumindest eine der stärksten Waffen im gesamten Game ist. Das muss natürlich nicht so bleiben. Es kann sehr gut sein, dass DICE in den nächsten Wochen auf den Gedanken kommt, die Waffe zu nerfen. Ich halte das persönlich schon für fast sicher. Weil die Waffe ist einfach ein bisschen OP. Nicht so OP, dass sie gleich das ganze Spiel kaputt machen würde, aber eben doch einen Tick zu stark. Leicht overpowered fandet ihr auch hoffentlich dieses Video. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst vor allen Dingen auch einen Follow auf meinen Twitch-Kanal da. Da wird jetzt regelmäßig fett reingelivestreamt. Ach ja, ihr könnt auch gerne ein paar Videovorschläge unten in die Kommentare reinballern. Ich habe als nächstes nur den Guide zur neuen Spezialistin geplant. Ansonsten bin ich relativ frei. Von daher freue ich mich über jede Idee. Auf der rechten Seite könnt ihr nun mein empfohlenes Waffensetup der RPT-31 anschauen. Links gibt es meinen großen Movement-Guide. Auf dem Flippy in der Mitte könnt ihr wie immer abonnieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haltet die Ohren steif und haut rein!